Ja, guten Abend. Ein Taxi bitte in die Akazienstraße 32 zu Fuchs. Danke. Wann kommt der Taxi? 5 Minuten, haben Sie gesagt. Schade, dass ihr schon gehen müsst. Na, unser Babysitter bringt uns um, wenn wir um Mitternacht nicht zu Hause sind. Jedenfalls schön, dass ihr da wart. Ich hoffe mal, du bereust es nicht, deinen 30. bei uns gefeiert zu haben. Ach, woher? Noch ein Schluck Wasser vielleicht, jemand? Nein, danke, ich hatte schon. Nein, danke. Ich habe mir fest vorgenommen, die Woche nur Alkohol zu trinken. Wo sind denn eigentlich die Limetten? Ach du Scheiße. Der Caipirinha. Das haben wir ja total verpennt. Ja, das macht ja nichts. Das trinkt man ein andermal. Die wollten wir doch vor dem Essen machen. Ach du Scheiße. Das Essen. Mir so blöd. Ihr habt gekocht? Klar, seit Tagen ist Markus nur mit seiner Hände beschäftigt, weil wir gedacht haben, dass das kalte Buffet nicht reicht. Ah, das wird unser Taxi sein. Oder die Geburtstagstorte. Scheiße, da haben die ganze Zeit gewartet. Geburtstagstorte? Das war mein Stichwort, oder? Da hat jemand was gesagt mit seinem Vorhang. Ach Gott, der arme Harry. Wer ist der arme Harry? Na, DJ Harry, den habe ich extra gebucht. Sorry, aber über das Mau Mau spielen habe ich alles vergessen. Ihr seid ja verrückt. Wenn wir das Frank und Rabea erzählen, oder? Frank und Rabea. Happy Birthday to you. Total vergessen. Seid ihr schon lange da drin? Ach, ist doch egal. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Komm, lass dich umarmen. Taxi? Ja, für uns. Wir kommen. Hast du eine geile Party? Ja, ich. Hat bei Fox? Mhm. Oh, Christoph, ich werd verrückt. Oh, das freut mich aber, dass du hier auf dem Abi-Treffen bist. Das ist ja, wie lange haben wir uns denn nicht mehr gesehen, sag mal? 16 Jahre? Boah, das freut mich aber wirklich total. Sag mal, ey, was haben wir dich früher immer aufgezogen wegen deiner Stotterei? Weißt du noch? Gott, wir waren richtig fies, oder? Im Nachhinein. Aber das war einfach auch lustig, sobald du den Mund aufgemacht hast. Wie geht's dir denn jetzt? Gut. Wirklich gut. Und das mit dem Stottern, das habe ich auch in den Griff gekriegt. War nicht ganz leicht. Ich habe so eine Therapie gemacht, über 7 Jahre mit einem Logopäden. Oh, das freut mich sehr für dich, wirklich. Sag mal, ich habe mir ja letztens noch mal überlegt, das mit der Stotterei, das kann natürlich auch daher gekommen sein, dass wir dich immer Anlasser genannt haben. Anlasser, weißt du? Weil du nicht angesprungen bist. Das ist so lange her. Schwamm drüber. Hey, Anlasser, was mit meinem Bier? Komme! Hey, Matthias! Hallo. Hi! Na, was machst denn du hier? Naja, dasselbe wie ihr, würde ich mal sagen. Abi 88. Ja, das ist schon klar, aber du bist doch durchgefallen, oder? Ja, schon, aber ich war ja trotzdem 8 Jahre bei euch. Ja, das mag ja sein, aber du, das ist hier eine Abi-Party, weißt du? Und du hast ja kein Abi. Macht also nicht so richtig Sinn für dich, die Feier, oder? Was, soll ich jetzt gehen, oder was? Ja. Ja. Sag mal, hat er eben Abi 88 gesagt? Ich habe doch 90 Abi gemacht. Ja, ich auch. Ach so, deswegen kenne ich keinen hier. Hey, sag mal, das ist doch der Dings. Ja, jetzt, wo du es sagst, ist doch der Dings. Hey. 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 Hallo.
Na? Oh, sorry, ich hab voll deinen Namen vergessen. Dings! Peter Dings! Ah, oh, das war's! Mann, ist das vielleicht ein beschissenes Abi-Fest hier, hör mal. Wir haben uns 16 Jahre nicht gesehen und alles, was ich höre, ist oberflächliches Blabla. Ja, furchtbar. Dabei ist in der Zeit so viel passiert, ja? Man könnte über alles reden, aber worüber reden die dusseligen Dummtussen hier? Über ihre Prada-Taschen. Wer hat eine Prada-Tasche? Ich! Thomas! Ey, was waren die Geschäfte? Was tun hier? Ich denke, du bist durchgefallen. Weißt du was? Leck mich. Was haben wir gesprochen? Ja, du wolltest mir gerade erklären, warum du mich damals wegen dieser billigen Mütze verlassen hast. Ach ja, genau. Aus Kostengründen. War billiger. Macht Sinn? Nina Schmidt! Nee. Katrin Aarhus! Nee. Trotzdem unterhalten? Nee. Okay. Hol dir noch ein Bier an, Wasser. Mann, 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 das ist vielleicht eine Bande von arroganten Schnöseln. Dich ärgern sie, weil du mal gestottert hast und mich wollen sie hier nicht haben, weil ich durchgefallen bin. Unglaublich. Na komm, wir trinken jetzt erstmal ein schönes Bier zusammen. Verpiss dich. Anlasser! Hey! Hey! Vielen Dank nochmal für den schönen Abend. Ich habe mich echt lange nicht mehr so wohl gefühlt. Würde mich echt freuen, wenn wir das mal wiederholen könnten. Na Claudia, ich will ganz ehrlich mit dir sein. Du bist eine tolle Frau, wirklich. Aber ich habe im Moment einfach nicht die Zeit für eine feste Beziehung. Aber vielleicht können wir ja gute Freunde bleiben. Mhm. Okay. Klar. Herzlichen Glückwunsch! Was ist das denn? Herzlichen Glückwunsch, Frau Claudia Brake. Sie haben heute zum 100. Mal in Ihrem Leben den Satz gehört, vielleicht können wir ja gute Freunde bleiben. Ah, wie geil! Ich hab noch nie was gewonnen! Meine Damen und Herren, Claudia Brake ist 42, selbstständige Designerin und wohnt mit ihren zwei Katzen in einer gemütlichen Zwei-Zimmer-Wohnung ohne Balkon. Sie ist eine der ersten Frauen ihres Jahrgangs, die den Satz, vielleicht können wir ja gute Freunde bleiben, 100 Mal gehört haben. Claudia. Wie fühlt sich das an? Ich kann das alles doch gar nicht glauben. Ich bin so glücklich. Eine tolle Leistung. Und das ist Ihr Preis. Eine vierwöchige Karibik-Kreuzfahrt für zwei Personen. Ah, das wollte ich schon immer mal machen. Viel Spaß noch, Claudia. Und gute Nacht. Kreuzfahrt. Für zwei Personen. Wollen wir nicht einfach zusammenfahren? Ich meine, nach dem, was heute Abend alles so passiert ist, zwischen uns. Hä? Jens. Du nimm das jetzt nicht persönlich, aber ich brauche jetzt erstmal Zeit für mich selbst. Hm. Okay. Klar. Herzlichen Glückwunsch! Kann er jetzt nicht. Oh, was ist denn los heute? Jens Birkenstedt hat heute zum 50. Mal in seinem Leben den Satz gehört, ich brauche jetzt erstmal Zeit für mich selbst. Unter anderem von seiner Mutter und drei Männern. Jens Birkenstedt, meine Damen und Herren, wir machen jetzt weiter mit den Los Adios Boys und Leave Me While I Sleep. Moment mal. Was soll das jetzt? Entschuldigung. Ja, was ist denn? Ich habe Interesse an Ihrem Mann. Nehme jeden Typ auch mit Schäden, zahle Bestpreis. Meinen Sie das ernst? Ja, sicher meine ich das ernst. Ute Bremer, Gebrauchtmännerhandel. Helene Grote. Ja, was würden Sie mir denn so für meinen geben? Gut,
Der sieht von außen jetzt erstmal ganz okay aus, aber da müsste ich mich jetzt mal drunter legen, um zu schauen, wie der so auf Touren kommt. Wie viele Vorbesitzerinnen? Mit mir 12. Unfallschäden? Einmal am Altar sitzen gelassen, ein untergejubeltes Kind. Ist aber alles vom Fachtherapeuten behandelt worden. Ja, dann würde ich den jetzt erstmal direkt mitnehmen für ein Testfake. Und anschließend mache ich Ihnen ein Angebot. Wann kriege ich den Horst dann wieder? Springt er schnell an? Sehr schnell. Nach ungefähr 50 Sekunden ist alles vorbei. Leider. Ja, dann kriegen Sie ja bald zurück, ne? Was machen Sie denn eigentlich mit den ganzen Männern? Na ja, meistens ausschlachten. Die Organe sind einzeln in der Regel mehr wert als der Mann als Ganzes. Und Typen, die noch gut gehen, die schicken wir mit dem Frachter nach Afrika. Die nehmen da alles. Horst, du kommst jetzt nach Afrika. Ist das nicht toll?